Servus, der Marc von Visual Videos hier und bei mir ist die liebe Katja. Hi. Katja ist das erste Mal bei uns, oder? Das zweite Mal. Wir waren halt in einem Conch, haben wir rausgeholt. Und doch kein Felix, weil das immer eigentlich das Gleiche ist. Passt. Trotzdem nochmal kurz für alle, die sich das auch fragen. Also das Conch geht eben von vorne nach hinten durch, wo der Ring dann auch so durchliegt, wie man es da sieht. Und das Helix ist, geht so, dass der Ring dann später so am Ohr schräg dran. Ja. Das eine ist eben Conch, das untere, was wir jetzt stehen, machen wir das. Ja. Das Helix ist so, dass am Ohr dran dick so hoch steht. So, gut. Und am Anfang was mit einem weißen Glitzerstein machen wir kurz. Yes. So, auf rechts. Ja. Ein schönes Ohr dafür. Ja, es gibt ja so Ohren, die sind wirklich perfekt für manche Piercings gemacht. So. Was machst du sonst? Ich studiere. Was denn? Wirtschaftsinformatik. Und macht Spaß? Ja, ich bin schon fast fertig. Das ist gut. Also du brauchst noch so 7-8 Jahre, oder was? Genau, das ist ungefähr. Das ist doch der Horizont, ne? Nicht damit in der Zone jetzt, ja? Genau. So. So, ich zeige es dir an. Ich finde es von der Höhe her mal in die Hand im Spiegel. Mhm. Finde ich persönlich schön so. Man könnte das Ganze auch viel tiefer machen. Mhm. Dann liegt der Ring halt irgendwie etwas steiler runter. Da oben wäre etwas gerader. Jetzt immer die Frage, willst du den Ring eher so oder eher so haben? Weißt du, eher flacher? Wenn man jetzt oben eher flacher oder ja, weiter unten? Ja, so. Ich finde es auch ganz gut, ja. Ja? Mhm. Gut. Dann machen wir das. So. Gut. Und in 6 Wochen darfst du zu mir kommen, dann kontrollieren wir das alles, ob alles passt. Ich mache dann auch gerne einen Ring rein, wenn du das gerne hättest. So. Was haben wir letztes Mal gestochen? Bauchnabel. Und dem geht's gut? Ja, sehr gut. Wann war es? Vor 8 Wochen, glaube ich. Ja, ich bin noch so hoch, aber ich bin Zeit immer mit dem Zeitfenster immer so schwer. Ja, bis dann ein halbes Jahr war oder ein paar Monate, das ist. Haben wir auch ein Video gemacht? Ja. So, meine Lieben. Was war jetzt schlimmer? Eigentlich das sogar, glaube ich. Also ich würde auch sagen, der Bauchnabel ist eigentlich keine schlimme Sache im Regelfall. Und das Ohr ist auch nicht schlimm, nämlich. Also nicht für alle, die Zuschauer, die kriegen jetzt alle Angst. Nein. Es tut auch nicht weh, ist keine Frage. Aber der Bauch ist echt gar nicht schlimm. Da tut ein Staufel oft ein bisschen mehr zwicken als ein anderes Piercing. So, und jetzt zeigst du mal den Spiegel. Sehr cool. Schön, gefällt es dir? Ja, sehr cool. Schauen wir mal kurz, wie das aussieht. Da haben wir das Ganze schön als Conch von vorne nach hinten durch. Und du lebst, du bist glücklich und bist wohl auf. Das ist mal das Wichtigste. So. Von der Pflege, meine Liebe, damit das alles gut klappt, du kennst es ja eh noch. Von der Linzfrank hier, wenn du noch hast, kannst du es noch nehmen einen Monat. Es läuft immer 3 Monate nach dem ersten Verwenden ab, deswegen gibt es das Zeichen mit 3M da drauf. Also bis vom 8. April, wenn man es unverbenutzt, der hält es meistens bis 2024 jetzt stand zum Beispiel. Also sprühst du bitte auf, vorne hinten, Einwirkzeit 30 Sekunden, Küchenrohr nehmen, feucht machen, vorne hinten abwischen, das Gel drauf tun, vorne Kopf hinten und das Ding vorne zurückbewegen, nicht dran drehen. Ja. Haare färben bitte 6 Wochen nicht, Duschensport nachher waschen morgen und in 6 Wochen sehen wir uns hier kurz zum Checken. Alles passt, dann können wir, wenn wir wollen, auch einen Ring reinmachen. Ja, danke. Fragen? Nee. Gut. Dann sage ich schon mal danke dir fürs Kommen, danke für deine liebe Art, die wir jetzt mal auch und euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Tschüss.